Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Pokémon Y. Ach, wir sind von Musaya los, haben uns hier ein bisschen durchgekämpft im letzten Part und jetzt geht's hier ab auf die Brücke. Maika! Genau deswegen. Eigentlich wollte ich das vielleicht noch im letzten Part machen, aber dann habe ich gesagt, ach nee, machen wir es jetzt. Du weißt bestimmt schon, was jetzt kommt, oder? Aber hallo. Klar weißt du das. Wir kämpfen jetzt natürlich. Schließlich sind wir Pokémon-Trainer. Enikoro. Du hast drei Pokémon. Mondgewalt. Knulle. Enikoro sieht schon echt toll aus, ne? Ich mag Enikoro ja total gerne. Liebeskuss. Alter, was ist los mit dir? Volltreffer. Ja. Hat mir jetzt ja nicht sehr viel Energie gegeben. Aber dafür erreiche ich Level 54 mit Felinara. Warum nicht? Ahahaha, das nächste Opfer kommt. Bleib mal. Viscogon ist nämlich ein Drachen-Pokémon. Pass auf, Liebeskuss. Erdbeben. Überlebe es. Überlebe es! Es ist sehr effektiv. Ja, ich sehe es. Anscheinend nicht effektiv genug. Nicht nochmal Erdbeben. Lässt du diesen Scheiß mal? Von mir aus, dann heile ich jetzt hier immer gegen. Das ist mir doch egal. Hauptsache, ich komme in den grünen Bereich. Nochmal Erdbeben. Im roten Bereich. Tim, 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 tim. Felinara kriegt 4000. Ah ja, ihr Pflanzen-Pokémon. Sie hat ja, wir hatten Phönix. Sie hat sich das Pflanzen-Pokémon genommen. Dann holen wir mal Flamara raus. Ich habe schon gedacht, das wird ein leichter Kampf. Hm. So sieht man's. Brigaron. Letzte Entwicklung. Feuerzahn. Ach komm! Jetzt aber. Sehr effektiv. Oh, du Mistkäfer! Iba! Sie ist doch härter, als man denkt. Ein Pokémon-Kampf gegen Freunde macht mich immer so nervös. Ja. Als meine Pokémon jetzt hier? Irgendwann muss ich gerade an unseren Kampf damals in Aquirelia denken. Das war das erste Mal, dass wir uns in einen Pokémon-Kampf geliefert haben. Hallo Maika, hallo Sana. Hi Sana, so. Stürmen wir gerade? Nein, überhaupt nicht. Was führt euch bei dir her? Dasselbe wie dich, Sana. Als uns der Prof von Maika berichtet hat, haben wir alle stehen und liegen lassen und sind gekommen, so schnell wir konnten. Maika! Entschuldige, dass ich dich damit überfalle, aber wie hast du mit einem Pokémon-Kampf? Oh. Wir reden nicht drüber. Yaro. Das ist so gemein. Meine Pokémon sind super angeschlagen. Aber keiner kommt auf die Idee, die zu heilen, ne? Wir können doch nicht fragen. Hier können wir gleich anfangen. Weil, warum sollte ich auch? Warum sollte ich denn bitte schon meine Pokémon heilen wollen? Das ist ja schwachsinnig. Mach mal einen Surfer. Du bist ein Feuerflug-Pokémon, das weiß ich. Ich glaube, den hatte jeder beim ersten Run. Jeder, der zum ersten Mal Pokémon X und Y spielt, hat bestimmt als erstes sich hier so ein Ding geholt. Oserade. Ja, Flamara ist auch schon fertig mit der Welt.
Mach Flammenblitz. Blättertanz. Hältst es aus? Ja, gerade noch so, ne? Aha! Oh nein! Oh nein! Polyporo, komm raus. Ja, weil nämlich jetzt Krebutak kommt. Ich habe mein eigenes Pokémon mit der Attacke kaputt gemacht. Oh, fuck. Merkwürdig, wenn ich gegen dich verliere, macht mich das gar nicht so traurig. Das ist wohl die Kraft der Freundschaft. Ah, oh, Nanu, Tierno fordert jemand zum Kampf heraus. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Durch die Erlebnisse in Krumlexia bin ich ins Grübeln gekommen. Wäre Maika nicht gewesen, hätte es sich für alle Mal ausgetanzt gehabt. Deshalb würde ich sie noch besser kennenlernen. Und was eignet sich besser dazu als ein Pokémon-Kampf? Ich weiß, das klingt ziemlich eigennützig, aber das ist eben meine Art, Danke zu sagen. Tierno, das ist ganz und gar nicht eigennützig. Ich finde es wunderbar, wenn Trainer wie wir einander über Kämpfe besser zu verstehen lernen. Aber zuallererst solltest du deine Pokémon wieder aufpeppeln. Ich auch! Und jetzt noch dein Team. Oh Gott sei Dank. Wo wir schon mal dabei sind, ich will dich auch herausfordern. Diesmal aber nicht zu einem Pokédex-Vergleich, sondern zu einem schönen Pokémon-Kampf. Gott sei Dank. Und der hat auch 3? Raichu. Mondgewalt. Obwohl Mondgewalt ja die stärkere Attacke ist, nimmt sie, glaube ich, doch nicht so viel weg, oder? Doch, ein Volltreffer. Es war ein Volltreffer. Illinara erreicht jetzt Level 55. Florges. Pokémon wechseln. Das ist das Feen-Pokémon. Das war das Feen-Pokémon. Oh Mann, ich wollte eigentlich... Ach, ist egal. Weil ich denke immer an Pflanze. Immer. Aber nicht daran, dass es ja eigentlich nur Fee ist. Ich denke immer, dass es Pflanzefee ist. Ja, was soll's. Einer hat er noch. Flamara kommt auch auf Level 55. Aerodactyl. Pokémon wechseln auf Aquana. Er ist Steinflug. Aerodactyl, das ist doch der Steindino. Wasser. Oh, regelrecht vernichtet. Das war ja regelrecht vernichtet. Ich habe dich wohl unterschätzt. Ja. Das tun die meisten. Ich habe noch so viel zu lernen. Oder bin ich vielleicht einfach zu schwach? Du machst dir Sorgen, dass du zu schwach bist? Du bist ganz schön ehrgeizig, Trovato. Ich glaube, diese Reise hat uns alle verändert. Vielleicht verdanken wir das aber auch nur unseren Pokémon und unserer Freundschaft. Apropos, wo steckt eigentlich Kalem? Der trainiert gerade fleißig bei Mr. Mega. Er meinte, wahre Freunde verstehen einander, selbst wenn sie nicht immer an Ort sind. Wahre Worte. Wir nehmen auch ein, wir haben noch etwas zu erledigen. Bis bald. Ich bin so froh, dass ich die Reise mit dir gemacht habe. Sie hat mich an viele Orte geführt und in euch habe ich ganz tolle Freunde gefunden. Zudem bin ich eine Menge interessanter Menschen begegnet und habe viel erlebt, woran ich auch später noch gerne zurückdenken werde. Danke für alles, Igamaru. Hier, Maika, das ist von uns. Ja, Kaskade. Damit kannst du Kaskade im Kampf einsetzen, selbst wenn du noch nicht im Besitz des Arena-Ordens von Fractalia City bist. Ich muss los, bis bald. Bis
gespannt. Pokémon. Oh, wir haben es geschafft. Wir tauschen einfach mal euch beide aus. Und, genau. Und speichern gleich ab, dann müssen wir nämlich nicht nochmal gegen die kämpfen. So, dann können wir ja hier lang weiter. Tipps für Trainer, okay. Ich hätte jetzt gedacht, das ist jetzt irgendwie... Frag nicht, aber sie hat den Kampf verloren. Gut zu wissen. Toll, jetzt bin ich schon wieder irgendwo im Schneeberg. Aber ich weiß, dass die eine Boutique haben. Gott sei Dank. Dann gucken wir uns jetzt erstmal hier die Arena, sag ich schon, die Stadt an. Und ich habe da schon in der Ecke auch Mr. Miteinander gesehen. Feuer-Pokémon. Ja, das ist eine Eisarena. Das haben wir ja schon, das wussten wir schon. Nein, ich gebe dir doch dafür kein Trinkgeld. Nein, brauchst mir nicht nochmal erklären. Komm schon, mehr miteinander. AP Heilkraft, sehr schön. Was war das jetzt noch nicht letzte? Ach komm. Ist egal. Mhm. Erzählt mir irgendwas über Pokémon kämpfen. Hier geht's irgendwo runter. Ach, da ging es ja in dieses komische Pokémon-Dorf. Spezial. Yay. Ich finde, hier wäre so eine Karte ziemlich cool. Einfach, dass man weiß, wo man gerade in der Stadt rumgurkt. Er ist leider aus dem Haus. Der muss sich hier irgendwo aufhalten. Hat sie nicht eben gerade ausgeschlagen? Komm schon, Flordelis. So, hier oben waren wir noch nicht. Was bist du für ein Häuschen? Einfach nur ein Häuschen. Wer erzählt mir von irgendwelchen Pokémon? Protzer! Sehr schön. Pumpt ihn und verbessert im Prinzip alles. Okay, Verteidigung, Angriff. Dann erzählt ihr mir irgendwas von Speckschicht, dass das irgendwie gut ist für Pokémon. Da sind sie nämlich besser gegen Eisattacken geschützt. Was haben wir hier? Voilà. Die wollten mir ein Lied singen. Hier ist so ein kleines Löwenbaby. Da läuft ein Simba rum. Eisbrocken. Das war jetzt aber auch versteckt, meine Fresse. Hier ist noch irgendwas ausgeschlagen. Da unten, oder wie? Hyperheiler. Gott, das haben sie jetzt aber auch versteckt hier. Meine Fresse. Jetzt reicht's mir. Da komme ich nicht hoch. So, bei dem Haus waren wir da jetzt drin. Nee, hier waren wir noch nicht drin. Hast du was für mich? Nö. Hast du was für mich? Nö.
Die wollen mir einfach nichts schenken. Und Gott, sind die geizig. Hast du noch? Ach, mit dem habe ich schon geredet. Wir sind total synchron, ja, ich merke das schon. Mit dem Kind. Das Kind mag nicht mit mir reden. Er hat ein Pokémon, das einfrieren kann. Nein. Ich habe keinen Pummeluff. Außerdem habe ich nicht mal einen Pummeluff. Und vom Charakter sind sie auch völlig gleich, okay? Wir sind voll synchron und total gleich, die Zwillinge. Hier geht es auch irgendwo weiter, wo ich nicht weiß, wohin. Da war die Boutique. Ganz wichtig. Okay. Gab es hier nicht irgendwas mit Mäntel? Sind wir jetzt mal in einer Boutique gewesen, wo es eigentlich auch mal so Mäntel gab? So Wintermäntel? Ich das gleiche nochmal. So, das Rüschentop. Jeans-Mini-Rock nehmen wir mit. Eigentlich sieht das ja sowas Stadtteil ganz schön cool aus schon. Hm. Das finde ich jetzt nicht so cool. Strumpfhose in Blau. Ach, das haben wir ja gekauft. Strumpfhose in Schwarz. Reiterstiefel, Reiterstiefel in Grau. Tasche mit Schleife. Haben die denn keine schwarzen? Nur die Dings, ne? Hm, schade. Umziehen. Ja, warum nicht? Da friert man sich doch gern die Hacken ab. Ja, kannst du haben. Ich hätte ganz gern einen weißen Hut. Aber ich weiß nicht, wo ich den weißen Hut herkriege. Wir müssen die Schuhe nochmal umändern. Das sieht schon ein bisschen cooler aus. Oder? Nee. Ja, ich möchte die Umkleide verlassen, wir bleiben so. Werden wir uns halt den Popo abfrieren. Ist doch egal. War hier nicht noch irgendwas, wo ich hin muss? In dem Haus war ich schon. Obwohl, sieht da jetzt nicht so aus, ne? Wir sprechen einfach nochmal mit denen. Der will mir irgendwie eine ultimative Attacke beibringen. Lodern ist Feuer. Also nichts, was im Prinzip irgendwer von meinen lernen könnte. Nur für die Starter irgendwie. Ah, da muss ich hin. Das ist tricky hier. Da kann man nämlich auch ganz schnell im Prinzip vorbei. So, dann gehen wir hier weiter. Wenn der Pokémon-Arena-Leiter nicht da ist, dann gehen wir halt da lang. Gehen wir mal hier. Hier habe ich auch Folipore entwickelt. Nein! Hm, eine Gruppe wilder Pokémon erscheint. Jetzt erschnüffeln sie alle die Wassertafel. Das macht der 3DS noch nicht mal mehr mit. Das ist zu viel für den armen Kerl. Komm, Doppelkampf.
Ach, das sind Zwillingsschwestern. Die müssen alles zusammen machen. Dim, dim, dim. Das ist Sabione und Parfinesse. Surfer trifft wieder alle drei. Ich kann kotzen. Hier, nimmst halt den. Und den. Gehen wir zuerst auf einen drauf. Ja, das war jetzt nicht so effektiv. Aber siede Wasser umso mehr. Na gut, das war ein Volltreffer. Oh, Aquana erreicht Level 55. Energieball. Wer kriegt den ab? Das Ding. Schön, du machst jetzt mal Hydropumpe auf das. Und du Rückkehr. Vielleicht können wir so ein bisschen mehr abziehen. Ja, das hat gut getan. Ah, es reicht aber noch nicht für Natara. Schade. Pokémon. So, ihr zwei kommt nach vorne. Sobald wir in der Arena sind, werde ich immer Flamara vorne haben, weil Flamara tötet einfach mal mit seinem... Oh, da ist ein Dings. Komm ich schon dahin? Ich hasse den Irrwald. Bis man da mal was gefunden hat, ey. Klavion. Ah! Das Stahlfee-Pokémon. Auf Level 52. Flamara, komm noch mal raus. Heilblockade. Heilung wird verhindert. Ja, schön, aber... Magnetraum? Und weg ist es. Natara erreicht jetzt Level 52. 55. Azumarill! Du kommst wie gerufen. Auf! Einmal Laubklinge, bitte. Du kommst ja wie gerufen. So knapp. So knapp. Wenn ich jetzt da lang gehe, komme ich dann zu der Uschi? Nö. Ich hasse den Irrwald. Ich weiß nie, wo ich lang muss. Jetzt waren wir hier oben. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Weil hier ging es ja nicht weiter, ne? Ach, da hinten ging es auch noch. Hm. Ein Noctum. Kann man auch alle möglichen Sachen fangen. Ich bin entkommen. Wir gehen aber erstmal oben lang. Hier, vielleicht kommen wir da jetzt zu der einen. Nö. Aber da ist ein Pokéball. Noch ein Noctu. Jetzt holen sie es aber raus hier mit dem Noctu. Was glaube ich nur ein Flug-Pokémon, kann das sein? Finte. Keine Wirkung. Den Rückkehr nochmal. Also Natara ist von allen meinen Pokémon, von was die Attacken angeht, am schwächsten. Was sehr schade ist. Ich habe es eigentlich sehr gerne. Ich mag auch die Shiny-Form von Natara sehr gerne. Dann hat sie ja statt so diese gelben Streifen, hat sie ja so blaue. Kann das sein? So blau. Und mitten in einen Kampf rein.
Viele Pokémon, viele kleine Pokémon, viele kleine Tampons. Ja gut, ich bin entkommen. Vor den Tampons. Wiesentafel. Was macht denn die Wiesentafel? Ach ja. Geben. Christus statt Wundersaat. Ja. Ich glaube, das soll nämlich auch besser sein. Ich glaube, die Tafeln sollten, glaube ich, besser sein als diese komischen Saatdinger. Oh, nochmal Noctu. Einmal Gewissheit. Ach, versucht er gerade mit Psycho-Attacken auf mich einzuwirken, oder wie? Winter? Und Rückkehr. So, dann hätten wir das. So, bei den Mädchen sind wir jetzt oben lang, ne? Ich glaube, hier unten ging es auch nochmal lang. Oh, ein Kampf. Dum, 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 dum. Snowball! Komm, da tauschen wir mal Bedrohung. Tauschen wir mal das Pokémon. Bei Snowball bin ich mir nicht sicher, was das für ein Typ sein soll. Und wenn das Fee ist, könnte es Notara sehr wehtun. Ja, einen Knirscher hätten wir jetzt locker getankt. Und tun wir auch so. Rasierblatt. Raserei. Okay, Zauberblatt. Super dran. Halt die das nochmal um 50. Und weg war's. Das haben wir gut erledigt. Fully Power erreicht Level 55. Kranbulen. Komm, kannst gleich weiterkämpfen. Wenn wir schon mal dabei sind, kannst du auch gleich da bleiben. Und haust eine Laubklinge raus. Yep. Laubklinge ist schon echt Wahnsinn. Meine Pokémon, die sind total toll. Ich bin begeistert von meinem Pokémon. Was? Verdammt, ich hab mich verirrt. Aber hier war doch gar nichts mehr. Ach doch, hier stimmt, hier konnte ich hier oben lang. Da ging es ja denn nicht weiter. Da muss es ja bei den Mädchen hinten weitergehen. Die haben wir ja. Dann muss es ja hier weitergehen. Okay, hier machen wir aber im nächsten Part weiter. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.